Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja um Informationen um den guten Gaudin und diese Expedition gekümmert, von der wir gehört haben. Und in dieser Folge wollten wir eigentlich direkt weitermachen und gucken, was aus dieser Expedition wird. Denn dafür brauchen die ja ein paar schreibfähige Sklaven. Aber dafür müssen wir jetzt wohl scheinbar erstmal ein paar schreibfähige Sklaven besorgen. Und zwar wohl auf der Wellington-Plantage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber die wird scheinbar bewacht von einem Kriegsschiff. Was das Ganze natürlich etwas schwieriger macht. So, und ich kann mal kurz zeigen, die neuen Segel, die wir beim letzten Mal uns ja zugelegt haben, von der Experto Crede. Eigentlich sollten die doch auch noch so ein Logo haben, wie das da auf der Flagge, aber okay. Scheißen wir mal drauf, ne? So, ich muss wahrscheinlich erst dieses verdammte Kriegsschiff da erledigen. Entschuldigung, da war ein kleiner Nieser, aber ich denke, das kriege ich hin. Solange sich jetzt nichts groß anderes mit einreiht hier, sollte das eigentlich machbar sein. Ich denke, ich werde es dann auch gleich entern, damit ich das ganze Metall und Holz kriege. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen verstärken. Das wäre äußerst günstig. Mehr als günstig, sage ich mal. Feuer frei. Ja, die kriegen schon ein bisschen Schaden. Erwarten Befehle. Das ist immerhin ein Kriegsschiff Stufe 60, ne? Das ist eins der stärkeren. Die Musik ist geil, hat fast was wie die von dem von den legendären Schiffen, ne? So, jetzt rammen wir die erstmal ordentlich. Das Ding ist, ich wäre an denen wahrscheinlich eh nicht vorbeigekommen. Die liegen hier in so einem Sperrgebiet vor Anker. Also ich habe ja schon diesen verdammten Besten. Ja, da ein paar Kugeln hinein. Komm, nochmal. Ein guter Treffer. Aber noch halten wir so. Das ist der Schwachpunkt. Ich sehe das. Jawohl. Alles kein Ding hier. Gut, ich meine, wenn man das Überraschungsmoment hat, hat man schon ziemlich viel gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So, dann machen wir mal los. Zack. Machete, ich hoffe, ich sterbe diesmal nicht wieder. Ich fühle mich immer noch so peinlich. Es war so peinlich, sorry. Ich meine, klar, es passiert wahrscheinlich eben irgendwann mal, aber... Ah, dann nicht in Assassin's Creed 4. So, jetzt muss ich erst warten, bis die hier drüben sind. Kriegsschiff Stufe 60. Jetzt lass dich doch mal da runter, ich will da rüberspringen. Gegnerischen Captain töten und was ist das? Die Flagge, alles klar. Da hat er schon wieder nicht gekontert, warum auch immer. Dann kommt mal her. Den Captain töte ich dann mit meiner Mega-Flinte, glaube ich. Warum? Der gleiche ist mein eigener Typ schon wieder. So, ich kümmere mich erstmal um den Captain. Der ist sowieso der gefährlichste von allen. Aber vorher kann ich ja wenigstens noch so ein paar mitnehmen. Warum hat er da jetzt wieder nicht gekontert? Ich glaube, weil mein Typ da im Weg stand. So, okay, da ist der Captain. Ich sehe zwar wieder gerade überhaupt nicht durch. Es ist gerade wieder vollkommen... Eigentlich kann man wieder gerade gar nichts machen so richtig, um ehrlich zu sein. Es geht gerade wieder so vollkommen durcheinander alles. Es ist echt schlimm. So, Captain tot. Zack. Nächste bitte. Das ist halt echt das, was man sagen muss. Hier geht alles vollkommen durcheinander. Die eigenen schlagen mich. Boom. Jetzt habe ich meinen eigenen getötet, aber der hat's verdient, glaube ich. Hallo? Da hat er schon wieder nicht gekontert. Jetzt kann er den auf einmal einfach töten. Jetzt treffen wir hier überhaupt nichts mehr. Ja, dieses Kampfsystem funktioniert echt perfekt. Muss man ja mal sagen. So. Und dann kümmere ich mich jetzt um die Flagge, weil oben sollten ja eigentlich noch ein paar Typen sein, meine ich. Und alle hopp. Achso, jetzt haben wir sie eh. Oh, hier. Doch, hier ist tatsächlich noch einer, wollte ich schon sagen. Tschüss. So, aber wir sind wenigstens nicht gestorben, wie gesagt. Also, ich muss sagen, ich finde es hier fast noch ein bisschen schlimmer als in Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich kann nicht mal sagen, warum. Wahrscheinlich, wenn man in Assassin's Creed 4 wenigstens noch seine Pistolen für den Notfall hatte. Wenn alles durcheinander ging, hast du einfach die Pistolen gemacht. Wo ist denn hier eine Flagge? Ach, da. Auf der anderen Seite wahrscheinlich gewesen. So. Geschafft. Meine Güte.
So, und dann auf zur Wellington-Plantage. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, wie genau wir diese Wellington-Plantage befreien müssen. Heißt, wie viele wir da befreien müssen. Eigentlich brauchen wir ja prinzipiell nur 3. Wenn wir es ganz genau nehmen, ne? Diese Musik, ey. Die ist viel zu episch gerade. Für das Ende, meine ich. Also für den Kampf war es in Ordnung, aber jetzt so, jetzt passiert ja gerade gar nichts mehr. So. Jetzt das Sperrgebiet auch weg. Jetzt können wir da anlegen und dann kann ich danach gleich mal gucken, ob wir noch ein paar neue Sachen für unser Schiff kaufen können. Alle Segel, Bewegung! Wenn wir das geschafft haben. Aber wir haben nur 5.933 Real. Das ist nicht viel. Nicht viel. Ich müsste mehr Truhen plündern, aber okay. Mal gucken, vielleicht finden wir was Billiges, was nur Metall und Holz braucht. Vor allem Mörser zum Beispiel oder so ein Spaß. So, random. Und dann mal los hier. Zack, zack. Ich verstehe nicht, warum er hier nie seine Kapuze richtig aufsetzt. Also ich meine, er hat ja eine Kapuze in den Zwischensequenzen zumindest auf. Hm. Naja, gut. So. Fangen wir mal mit dem komischen Sklavenfänger da an. Hier sind mehrere davon. Komm her. Und zack. Oh, der andere kommt auch. Okay, wird zwar ein bisschen eng hier drin, aber scheiß drauf. Ich meine, da passt noch einer rein, da passt noch einer rein. Kommt schon. Hier ist noch Platz für Leute, für viele Leute. Wieso können die eigentlich, dürfen die ja eigentlich singen? So, komm her. Eigentlich alles einfach. Ich versuche natürlich so wenig wie möglich hier zu töten. Entschuldigung, da war mal wieder ein Nieser. Eieiei, heute geht's auch wieder los. Heute ist wieder so ein bisschen was in der Luft, habe ich das Gefühl. Naja, was soll man machen? So, du jetzt? Ja, komm von mir aus her. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht meine Art, das so zu machen. Aber im Endeffekt, sage ich ganz ehrlich, ist es mir auch egal. Weil das hier, ich meine, 20 Typen versteckt zu töten, dauert halt. Und wenn ich das nur so machen würde, würde das einfach nochmal viel länger dauern. Was ich halt dann doch ein bisschen dämlich fände. Gehe ich halt hier rüber. So viel dazu. Hihi. Findet mich nie. Ihr findet mich niemals. Hihi. Tatsächlich nicht. Vollidioten. Oh, das war nochmal knapp. Du musst halt verhindern, dass sie irgendwelchen Alarm schlagen und hier dann alle anfangen zu töten. Ich meine, die merken zum Glück ja auch nicht, dass da ein Schiff direkt vor ihrer Plantage angelegt hat. Also scheiß drauf, so klug können die schon nicht sein. So, dann höre ich mit den Typen gleich. Ich glaube, da ist dann die Baracke, wo ich den Sklaven sage, dass sie befreit werden können oder sowas. Bin mir gerade gar nicht sicher, was dieses Handsymbol auf der Karte bedeutet. Hui. Hui. Zack. Oh, das war ein Schwarzer. Können wir mal kurz hingehen. Ich glaube, das bedeutete nur, dass... Ey, guckt mal, ein Karnickel. Ich glaube aber, die braucht man wirklich gar nicht, oder? Verstanden. Ach so, die D-Typen kann ich benutzen. Nee, bleibt mal hier. Ich brauche euch nicht. Ihr macht nur zu viel Aufmerksamkeit, um ehrlich zu sein. Das waren die Typen. War eine Guerilla-Einheit, wenn man so will. Komm mal her, Junge. Ich hoffe bloß, den sieht dann keiner. Das ist halt auch so ein Ding, dann schlagen die auch relativ schnell Alarm, sobald die so einen toten Typen sehen. Shit. Komm her. Genau, das wollte ich doch verhindern. Ich muss den Typen... Und der scheiß Alarm... Oh, genau das. Ich muss den Typen an der Alarmglocke eliminieren. Kommt hierher, tötet mich. Ach, jetzt alles aus dem Ruder gelaufen. Toll. Und die Sklaven können sich halt auch nicht wehren. Und ich brauche ewig, um die Typen zu töten. Das klappt ja klasse. Die könnten sich ja wenigstens in Sicherheit bringen, die scheiß Sklaven. Jetzt kommt, kämpft doch wenigstens gegen mich, ihr Vollidioten. Okay, ich glaube, jetzt habe ich sie zumindest erstmal von den Sklaven weggebracht. Ja gut, das ist natürlich jetzt... Die Maroons sind schon alle tot. Und die Sklaven... Gut, davon leben jetzt... Sind 3 gestorben. Scheiße, aber was soll's. Dafür sind jetzt viele Aufseher tot. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen doof, aber... Gut, jetzt machen wir das Ganze auch ein bisschen flotter dann.
Jetzt ist eh egal. Und zack. Und zack. Nein, Junge. Und tschüss. So, damit hätten wir es auch geschafft. Knapp, knapp, knapp. Wäre noch in die Hose gegangen, fast hier. Dank mir, wenn die Sonne untergegangen ist. Wo gehen die eigentlich hin hier auf dieser Insel? Aber okay. Immerhin 27 Sklaven. Wow, 214 befreite Sklaven jetzt schon. Maroons nicht ganz so viele, aber wir haben genug Sklaven. Was kriegen wir denn hier? Knallkörpertasche. Geschmiedete Stahlmachete, tragbare Kanone, besondere Belohnung. Und was haben wir hier? Hier fehlen uns eigentlich gar nicht mehr viele, ne? Merke ich gerade. Krass. So, haben wir das geschafft, dann können wir auch da weitermachen. Ich gucke jetzt mal kurz, ob wir was verbessern können an unserem Schiff. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Truhen plündern ab und zu. Warum haben wir so weit weggeparkt? Dann kann ich hier ja gar nicht richtig raufspringen. Ob wir hier noch irgendwas verbessern können? Wir können uns jetzt erstmal die Knallkörpertasche holen von dem einen Typen, der hier auf unserem Schiff sitzt. Und dann vielleicht erobern wir noch irgendwas, damit wir... Beute, Knallkörpertasche. Die Munition... Ach komm, ich fülle die Munition jetzt einfach mal generell hier auf. Berserkerpfeile. Kleine Bleikugeln. Selbstgemachte Knallkörper. Rauchbomben. Und Wurfpfeile. So, soll reichen. So, ich könnte Jagdbeutel... Ach komm, ich glaube, ich brauche die für nichts. Gut, bringt eh nicht viel. Ich könnte den Knochen verkaufen. Ach komm, weg mit dem scheiß Knochen. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel. Ich glaube, wenn ich den Knochen verkaufe, wie viel kosten... Jetzt würde mich mal wirklich was interessieren. Okay, gucke ich vielleicht beim nächsten Mal. Mich würde mal interessieren, wie viel bringt ein Knochen und wie viel kostet ein Schlafpfeil? Ob sich das lohnt, die selbst herzustellen überhaupt. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Wir haben Zucker ein bisschen. So. Gut, dann kaufen wir mal... Rundkugeln, schwere Kugeln. Ein verbesserter Rumpf. Kann ja nicht schaden. Und dann kann man noch die Rundkugeln verbessern. Zack. Sieht doch schon mal gut aus. So, was fehlt denn eigentlich? Mörser, Kanonen. Ach, fehlt eine ganze Menge, ey. Mörser, Kanonen noch. Ganze Menge. Die schweren Kugeln fehlen noch. Rumpf. Den Rammsporn haben wir. Also es fehlen uns insgesamt noch 6 Upgrades. Naja, gut. Müssen wir mal gucken. Aber der verbesserte Rumpf war jetzt eigentlich mal ganz gut. Da brauchen wir nicht so oft reparieren. Ist vielleicht gar nicht blöd, ne? Wir können ja jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen was erobern hier. Warum nicht? Wie wir hier alle Flaggen drin haben. Eine Piratenflagge, eine spanische Flagge, eine britische Flagge. Ja, diese Kapuze, ne? Darf ich nicht. So. Dann können wir uns jetzt... Oh, da ist ein Sklavenschiff, merke ich gerade auf der Karte. Das können wir uns ja holen. Ich meine, bei so einem Sklavenschiff hat man halt den Vorteil, man kriegt ein bisschen Loot quasi. Loot, wenn man es so sagen darf. Man kriegt ein bisschen Waren. Und gleichzeitig kann man Sklaven befreien. Das ist eigentlich der Mega-Hammer. Da haben wir viel zum Verkaufen mit dem Stoff, wenn wir ehrlich sind. Ich werde, denke ich, jetzt in dieser Folge noch ein bisschen hier auf Kaperfahrt gehen. Ich meine, es passt eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was ich an dem Spiel auch ein bisschen schade finde, weil es halt irgendwie nicht da reinpasst. Bei Edward hat das reingepasst, der war ein verdammter Pirat, aber Adewale ist ja eigentlich kein Pirat, ne? Der ist ein Assassine und der will eigentlich den Schwarzen helfen, also den Sklaven helfen, aber... Warum er jetzt auf Kaperfahrten hier gehen sollte, ist eigentlich ein Rätsel. Aber wie gesagt, damit man das Schiff verbessert, muss man es halt einfach machen, ne? Ist halt schon ein bisschen dumm. So. Komm ich ran? Noch nicht ganz. Fahr mal ein bisschen schneller. Ja, ich weiß, ich nutze jetzt die Reisegeschwindigkeit, um aufzuholen, aber... Muss ja sein. So. Die kleinen Kanonenboote dahinter, die gehen mir eigentlich ziemlich offen. Sind mir eigentlich ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Auf dein Zeichen! So, die fangen an mit Mörsern. Alle außer Großbergen! Es geht los! Dann schlage ich zurück mit Mörsern. Ja, ich versenke hier niemanden. Also außer die. Oh, dahinter ist noch eins. Shit. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich meine nicht das Kanonenboot dahinter. Das dürfte nicht das Problem sein, aber... Dieses andere Schiff, das da jetzt auf einmal ankommt, diese Fregatte, könnte schon ein bisschen problematischer werden. Besseren Rammsporn kriege ich ja eh nicht, ne?
Komm schon. Ich schieß auch mehrere Salven, Freunde. Man nimmt immer auch ein bisschen Schaden, kann man ja nicht ändern. Meine Güte. So, den da hinten will ich ja nicht versenken. Will ich eigentlich erobern. Komm. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch diese kleinen da. Die hier denken, die könnten irgendwas noch erreichen, nachdem ich zwei Kriegsschiffe versenkt habe. Ach, da ist ein Schoner. Ach, wie süß. Das ist ihr Schwachpunkt. Nimm sie doch. Auf dein Zeichen, Captain. So, und jetzt der da bitte noch. Ich will den Zivilisten jetzt nicht treffen. So, meine Fresse. Ach, guck mal, da könnten wir sogar einen Buckelwal jagen. Aber es lohnt, wie gesagt, nicht. Man kann es nur verkaufen. Wobei, Buckelwal sogar... Hat der irgendwas Interessantes geladen, dass sich das lohnt? Metall. Ganze Menge Metall. Ich glaube, Metall ist auch das, was wir jetzt nur noch am meisten brauchen, weil Holz braucht man nur für den Rumpf. Alles andere ist Metall, was wir nur noch brauchen, weil es halt nicht so viele Aufbesserungen gibt. So, das ist eine Fregatte, oder? Glaube ich. Ja, das ist eine Fregatte. Da kann ich mal ganz kurz das hier machen. Da reicht die Höhe nämlich halbwegs aus. Das war gut. So, genau so ein Ding wollte ich treffen. Das waren drei auf einen Streich. Captain wäre jetzt noch geil gewesen, aber okay. Na gut. Zack, zack, Donnerbüchse. Das Problem ist, die Donnerbüchse ist halt nicht so geil wie die Pistolen, finde ich. Ach shit, hätte ja klappen können. So, hier, Junge. Dich hau ich einfach mit der fucking Donnerbüchse um. Welcher versucht da auf mich zu schießen und kann ich vielleicht irgendeinen bekommen, den ich dagegen benutzen kann? Nein? Danke. Echt nett. Und tschüss. So. Es ist schon wieder so unglaublich unübersichtlich, darf ich das sagen? Ich finde irgendwie, ist es noch unübersichtlicher. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht mal sagen warum, weil die Schiffe kleiner sind vielleicht. So, die Kundschaft dann noch. Upp. Jetzt sind die echt woanders? Ach, das sind die Typen da unten. Okay, wieder runter. Ich dachte, das sind die Typen oben. Ich glaube, die sind runtergekommen, kann das sein? Ja, die Typen sind einfach runtergekommen. Für euch habe ich überhaupt keinen Sinn mehr, Freunde. So. Und tschüss. Meine Fresse. Wenn man nicht angreifen kann, muss man kontern. So, das lief doch eigentlich ganz gut. Ich muss eigentlich auch nichts reparieren. Ich kann den Bekanntheitsgrad verringern. Also, ich meine, die Musik ist schon irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob sie so zu Schiffskämpfen passt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich die Musik so einzeln hören würde, würde ich sie jetzt nicht Schiffskämpfen zuordnen, wenn ich ehrlich bin. Glaube ich. Das ist das einzige Manko, das ich an der Musik fände. Es passt irgendwie nicht zu Schiffskämpfen, oder? Oder bin das nur ich, der das so sieht? Dass die nicht so ganz zu diesen Schiffskämpfen passt. Das klingt fast eher so wie so ein... Also wirklich wie so ein Konzert, wenn du so auf so ein Konzert gehst. So. So, die werden jetzt ein bisschen nerviger. Pulverreserven. Oh, das wird natürlich mit einem einzelnen Donnerbüchsenschuss richtig geil. Mit Pistolen geht das ja. Da hast du genug Schuss, aber mit einer Donnerbüchse ist es ja echt widerlich. Na gut. Ich meine, es geht ja auch anders. Ich kann die auch einfach hier entzünden. Ist trotzdem nervig, finde ich. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich hoffe mal, dass wenigstens ein paar dadurch sterben. Ja, ich glaube, meine sind dadurch gestorben, die Vollidioten. Ich würde gerne den Captain umbringen. Ich würde gerne den umbringen erstmal. Jetzt töte den Captain. Jetzt töte den Captain! Das ist so nervig teilweise, ne? So, tschüss, Captain. So, wo sind die Pulverreserve? Da drüben. Hier, Kumpel, ich hab was für dich. Und die andere ist da drüben. Und was ist das letzte? Gegnerische Offiziere wieder. Okay, da mache ich einfach die Pulverreserven an hier. Okay, scheiß drauf, dann halt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich mit diesen Pulverreserven in die Luft jagen. Oh, wie sind die jetzt explodiert? Ein Schimmer. So, ist egal. Das hätten wir auch erledigt.
bleibt nur noch so. Ich muss mich mal wieder konzentrieren. Hier habe ich das Gefühl. Ich habe schon wieder viel zu viel Schaden durch irgendwelche Sachen gekriegt. Warum hat da jetzt die Kill-Serie nicht geklappt? Bam. So. Und zack. Das warst du. Die Crew schafft auch mal wieder null. Kann das sein? Och, diese Kombos dauern mir viel zu lange. Ganz ehrlich. In der Zeit hätte ich drei Leute töten können, in der diese Kombos dauern. Aber sie sehen cool aus, ne? Ja, dann repariere ich halt. So, kann ich mir von dem ganzen Gelumpe schon wieder was kaufen? Ich glaube, ich habe zu wenig Geld dafür, ne? 2400 reichen da, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, die reichen nicht. Wir holen uns erstmal den da vorne noch. Den Kahn da mit den ganzen Sklaven drauf. Da kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Geld, wenn wir den erobern. Ah gut, ich kann ja da noch ein bisschen was verkaufen. Was kommt denn jetzt an? Was will denn jetzt was von mir? Das da? Hat nur Rum und Zucker interessiert mich. Obwohl, ich brauche Geld, ne? Ich sagte gerade noch, ich brauche Geld. Hat nur Rum und Zucker interessiert mich nicht. Aber ich habe ja jetzt auch Stoff zum Verkaufen. Das ist ja das Schöne. Ich brauche ja den Stoff nicht. Den können wir eigentlich mal nebenbei mitnehmen. Liegt auf dem Fahrtweg, ne? Ist ein bisschen unfair, aber ich werde den auch nicht ändern. Den werde ich einfach versenken schnell. Nur um an... Ich meine, dann kriege ich immer noch 50 rum. Das ist schon ein bisschen was. Den werde ich jetzt einfach schnell versenken. Ganz flott soll das gehen jetzt. Bin ja schon dabei, Junge. Ach Mann, was? Jetzt habe ich einen Bekanntheitsgrad schon so hoch. Warum ist denn der jetzt schon so hoch? Ich habe den doch gerade erst reduziert. Kanone, bereit! What? Dead Logic. Was ist denn dieses? Die haben dann die weiße Flagge gehisst, kann das sein? Die haben die weiße Flagge gehisst, was ist denn für einer? Ah ne, das ist die Poseidon, okay. So, den hauen wir schnell um. Sobald uns der Verfolger erreicht hat, machen wir den dann noch fertig und verringern dann unseren Bekanntheitsgrad, aber der muss uns erstmal erreichen dafür. Ernsthaft? Jetzt verreckt das einfach, danke. So. Dann weiter in Richtung des anderen Schiffes. So, das hatte jetzt nur Holz geladen, ne? Meine ich. Holz, Stoff und Zucker. Ist halt Zeug zum Verkaufen, ne? Aber dauert mir jetzt zu lange, das umzuhauen. So ein Kriegsschiff dauert dann halt doch ein bisschen länger. Aber wieso ist denn der Bekanntheitsgrad? Ich habe den beim ersten... Okay, ich habe den beim zweiten Schiff nicht verringert. Das gebe ich zu. Aber beim ersten... Ich glaube, da... Ach so, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß, welches Schiffsfrage... Das machen wir nicht, weil ich finde das unlogisch. Da soll angeblich die Jackdaw liegen. Ich glaube, das sieht man... Sieht man das sogar auf der Karte? Ich glaube, das ist das einzige Ding. Da liegt, glaube ich, die Jackdaw. Ich verstehe nicht, warum, weil... Die, Edward ist doch mit der Jackdaw nach England gefahren. Kennst du die Geschichten von der Jackdaw? Ja, sag ich doch. Kenways Schiff und meines für eine Weile. Es heißt, sie sank irgendwo vor der Küste von Hispaniola. Aber keiner weiß, wo. Du glaubst, sie ist hier? Vielleicht werde ich nur nostalgisch mit den Jahren. Ergibt meiner Meinung nach halt null Sinn. Warum? Warum? Wow, der hat aber einen ganz schönen Konvoi dabei. Ergibt meiner Meinung nach einfach null Sinn. Warum sollte die hier gesunken sein, wenn Edward damit nach England gesegelt ist? Der ist ja nicht zurückgekommen. Ich meine, wer die Geschichte kennt, der weiß das. So, greifen wir mal die Spanier hier an. Ich hoffe, die Briten mischen sich jetzt nicht ein. Das sind eine ganze Menge, ganz ehrlich. Das wird echt schwer. Zum Glück haben wir den Rumpf verstärkt. Wow, Alter, die hauen ja rein. Zum Glück habe ich die Rundkugeln verstärkt. Zum Glück habe ich alles verstärkt. Außer den Mörser. Ich bin mein Geld. Fuck it. Oh, ich habe das Sklavenschiff beschädigt. Ups, das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Das steht aber auch ungünstig. Sehe ich schon. Oh, jetzt habe ich meinen Bekanntheitsgrad ja gleich noch weiter erhöht hier. Boah, wie viele sind denn das? Ich glaube, das britische Schiff hat sich jetzt doch eingemischt. Kann das sein? So eine Wichser, ey. Scheiß Briten. Diese miesen Briten. Und jetzt kommen die da auch noch. Wollt ihr mich verarschen? Das Ruder
die treffen aus der verdammten Entfernung, weil ich verarschen. Ihre Schwachstelle, Cap. Auch die sind nicht sonderlich stark. So, das wären die gewesen. Jetzt kümmern wir uns wieder um die. Ich muss jetzt ein bisschen mit Mörsern hier arbeiten. Ja, das ist das Britische. Das kann man nämlich entern, sogar sehe ich gerade. Ich hätte mich erst um das kümmern sollen. Oh, wie schnell kann der denn schießen, ey? Der kann die ganze Zeit... Ich muss erst immer dauernd nachladen und der schießt hier ununterbrochen. Merkt ihr was? Was ist denn das für eine Scheiße? Der schießt hier echt mehrere Salven. Alle außer Großberg! Oh, das war so eine Kacke. Aber das ist echt etwas, was ich nicht verstehe. Wie kann der denn die ganze Zeit ununterbrochen schießen und ich muss dauernd nachladen? Ich hätte einfach weiter wegfahren sollen und einfach weiter mit dem Mörser drauf. Aber die will ich mir jetzt eigentlich schon noch holen. Wenn sich das blöde britische Schiff nicht eingemischt hätte, wäre es auch eigentlich auch kein Problem gewesen, sag ich dir ganz ehrlich. Oder euch. Das war nur dieses britische Schiff, das ich unbedingt noch einmischen musste. Und jetzt wünscht sich das da wahrscheinlich auch wieder mit ein. Hier ist echt viel los auf dieser See, ganz ehrlich. Ich hätte weiter... Das Schlimme ist, glaube ich, ich habe jetzt meine ganzen Mörser, die sind gespeichert worden, dass ich die verbraucht habe. Nee, nicht mal. Okay, das mischt sich, glaube ich, diesmal nicht ein. Das ist noch zu weit weg, hoffe ich jetzt einfach mal. Probieren wir es mal. Wo ist das Schiff denn? Ich will das jetzt noch kriegen. Das ist jetzt so ein Ding, da will ich jetzt nicht einfach aufgeben. Ah, die machen halt schon ordentlich Schaden mit so einer einfachen Salve, ne? Ist schon echt krass. Wo ist denn das jetzt? Wir müssen... Wie weit ist denn das weg? Oh, ist noch ein ganzes Stück. Hätte jetzt gedacht, das ist gleich um die Ecke, aber ich wurde gleich wieder ein ganzes Stück davon entfernt abgesetzt. Wobei, ich glaube, beim letzten Mal war das auch ein bisschen woanders, ne? Was ist das, eine Insel? Also, wo ich auch anlegen kann? Da sind doch nur Berge. Was will ich denn da? Ist das da? Der Teil? Ja, da haben wir sie. Mal hin da. Ich will mir das Sklavenschiff markieren, damit ich das nicht aus Versehen angreife. Ach, das ist markiert. Hat auch nur zwei diesmal als Begleiter. Es sollte also wesentlich einfacher... Ne, hat drei Begleiter. Aber nicht ganz so stark, glaube ich. Doch, die sind genauso stark. Allerdings ist diesmal kein weiteres Bereit Schiff dabei. Das ist ihr Schwachpunkt. Ich sehe schon. Ich mache erstmal das eine fertig. Je weniger Feuerkraft die dann haben, desto besser. So, das war der. Jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen rumlenken. Und denen so ein paar Feuerfässer vor die Nase setzen. Warum explodieren die Dinger nicht? So, die kriege ich auch schnell versenkt, denke ich. Die sollten nicht ganz so viel aushalten. Das läuft doch schon viel besser. Ah, jetzt kommen die von hinten wieder mit ihren unendlichen Kanonenkugeln da. Die sie nicht nachladen müssen. So, das waren die. Zu Davy Jones. Ich glaube, ich bin gerade auf Grund gelaufen, oder? Ja. Komm, die kriegen wir. Na also, jetzt geht's doch. Mitnehmen. Holzstoff, okay, schwere Kugeln, scheiß drauf. Ach, jetzt kommt so einer auch noch, ehrlich. Das ist ihr Schwachpunkt. Stimmt, der hatte sich auch noch eingemischt, aber der war nicht sonderlich schwer. Fahren jetzt auch gegen die Wand da. Alter, wie viele Kugeln wir aber schießen, gar nicht schlecht, ne? Das sind wie bei besten Jackdaw-Zeiten, ey. So, das ging ja diesmal relativ reibungslos, muss ich mal sagen. Also, ist halt echt komisch, wie es manchmal so übelst einfach läuft. Also ich muss sagen, das hat auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun, habe ich das Gefühl. Weil es kann doch nicht sein, dass es, also 60 rum, wow, 19 Zucker, das gibt viel Geld, viel, viel Geld, viel Geld. Da liegen gleich zwei Kisten noch. So, wollen die jetzt noch was von mir? Ja, Tatsache. Dann kommt der. Nehme ich euch auch noch mit. Die halten ja nicht viel aus, da brauche ich nicht mal einen Mörser benutzen. Das ist ihr Schwachpunkt. Ich warte, bis sie ganz nah sind, damit ich nicht zu weit fahren muss zum Erbeuten. So, jetzt holen wir uns das beides da.
Und dann entern wir endlich das Kack-Sklavenschiff da. Jetzt dreh doch mal, warum dauert das denn so lange? Ich meine, klar, es dauert realistisch gesehen immer ein bisschen länger, aber also so schnell wie das hier dreht, geht das natürlich im realen auch nicht, aber ich meine, es ist ein Spiel deswegen, ne? Okay, das war nur so ein Ding, aber das da will ich mitnehmen. 79 Holz, 11 Zucker. Gut. Müssten wir eigentlich schon fast genug Holz haben, um den Rumpf zu verstärken, theoretisch. So, her damit. 15 einfach töten, das ist einfach. Ich hab die gar nicht getroffen, wollte ich sagen. Was laberst du? Hinweis. Hoch, er hat voll weggepfeffert. Jetzt kann ich da nicht schießen, weil da meine Typen alle schon rumstehen, ey. Ach, ihr habt doch keine Ahnung von... Was machst du? Spring! Fuck nochmal, spring. Was war denn das jetzt? Wieso kam ich denn da jetzt nicht hoch? Ach, okay, der trifft mich mit seinem Dolch da. Logisch spielen, logisch. Mit seinem kleinen Dolch. So, jetzt kommt mal her hier. Ach, das wird so einer. Jetzt kann ich mal angreifen? Ist echt schlimm. So, zack. Ich habe wirklich die ganze Zeit diesen Button gedrückt, dass du die Verteidigung durchbrichst, aber macht einfach nichts. Da hat mich schon wieder mein eigener Typ geschlagen. Er greift schon wieder nicht an. Er reagiert einfach nicht. Er ist nicht im Kampfmodus teilweise. Und tschüss hier. Ist teilweise einfach nicht im Kampfmodus. Warum, verstehe ich nicht, aber okay. So, mein Gott. Hat schon wieder alles viel zu lang gedauert. Es ist vorbei. So, dann kriegen wir 90 Sklaven, damit haben wir über 300. Da müssen wir die nächste Belohnung kriegen, oder? Für die Maroons müssen wir auch eine neue Belohnung kriegen. Oh yes, oh yes. Ja, eine geschmiedete Stahlmachete gibt's jetzt. Und hier haben wir Widerstandskämpfer 3. Ich weiß gerade gar nicht, was das bewirkt. Mehr Leute auf dem Schiff. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt genug Zeug haben, um ja ordentlich aufrüsten zu können hier. Ordentlich aufrüsten zu können. So, du gibst mir erstmal die bessere Stahlmachete. Her mit dem Ding. Sieht schon gleich mal ein bisschen geiler aus. So. Ja, ich bin weise. So, und du, mein Freund, du kriegst jetzt erstmal meine ganze Fracht, warum auch immer du die überhaupt haben wolltest, aber mir soll es recht sein. Oh, viel Rum. Ich meine, wir sind keine Piraten, wir brauchen nicht so viel Rum. So, und den Stoff brauchen wir auch nicht. Kaufen. Upgrades. So, Kanonen. Oder Mörser. Oder schwere Kugeln. Das Problem ist wieder mal, mir fehlen 4 Holz. Das ist das erste Ding. Das zweite, die kosten beide 300, ne? Ich mach erstmal... Ach komm, Mörser benutze ich halt am öftesten. Dann nehmen wir den Mörser und dann mache ich für den Rest noch schwere Kugeln. Sind die schweren Kugeln auf Maximum, meine ich? Ja. Und dann fehlen hier noch 2 Upgrades. Also vom Geld her sollte es eigentlich gar nicht so schwer werden, meine ich. Holz müssten wir auch bald, aber das Metall ist halt wieder so, ne? So dieses Produkt, das man sonst nirgends findet, habe ich das Gefühl. Oder es findet man halt oft, aber es braucht halt... Gut. Würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle Schluss und... Wie wir uns die Sache mit der Expedition antun, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin, ciao.